Servus Leute, hier sind wir wieder bei einer neuen Runde DZ. Ja, wir waren letztes Mal da hier oben kurz vor Tschernobyl, wenn ich nicht täusche, genau. Guten ist mit dabei, der hat gerade 300 Sekunden Strafe, weil er auf einen anderen Server gejoint ist. Ja. So ein komischer Multi-Server-Hopper. Nein, Spaß ja, beiseite. Ich bin schlimm. Wir haben uns was überlegt, oder? Jetzt du willst deinen mal für eine Zeit lang deinen letzten Part DZ aufnehmen? Genau, das und werde ich gleich irgendwann dann machen. Genau, das wird in der nächsten... Randale. Genau, wir werden ein bisschen in Tscherno unsich machen. Wir haben uns jetzt da auf einen, ja, keine Ahnung, 30, 40 Mann Server, halt 30 Mann sind da glaube ich drauf gehauen. Oder ich bin draußen gegangen und so irgendwo kommt ein Zombie. Und einmal probieren, dass wir da ein bisschen was... Na, gekommen, pack die Axt raus. Dass wir da ein bisschen gegen Spieler spielen. Na, ich schlag schon fünfmal gegen den Zombie und der kommt nicht um. Komisch. Ja, dass man ein bisschen gegen... Das ist ein Hardcore-Server gewesen vielleicht? Nein. Ganz normal, Hardcore-Server gibt es nicht in Experimental. Halt in der Testversion. Und die steht schon bei 3.037, halt eigentlich schon relativ weit. Bin gespannt, wann da jetzt endlich einmal ein Update kommt. Halt wieder auf die Stable-Version. Ja. Weil es soll aber ja einiges genial... Damit, dass das Spiel mal abschmiert oder sowas, einige sich ja auch mal beschweren, hatte ich noch nie Probleme. Na, es soll beim nächsten Update einiges an der Performance-Schraube noch gedreht werden. Und danach soll noch einiges an halt sozusagen Herzinfarkt und bla bla, halt einige coole Dinge kommen. Wo sich das Spiel noch ein bisschen interessanter macht. Ich überlege jetzt gerade, ob ich das ganze Zeug mitnehmen soll, das ganze Essen und so weiter. Weil immer ich habe noch genug Essen, gerade wenn wir jetzt erstmal Action machen. Ja, darum sage ich ja, wenn wir sterben, bringt es nicht wirklich viel. Ich hätte noch gerne. Ich würde halt gucken, dass du 4-5 Dosen oder was mit hast, dass man eine Zeit lang auf jeden Fall hinkommt. Ja, Dosen habe ich, brauche nur eigentlich zum Trinken was. Erstens bin ich hier komplett im Helfestatus und bla bla. Ja. Magazin, ein zweites wäre noch schlecht. Ein zweites Magazin wäre nicht schlecht. Ja, ich habe noch nicht mal eins. Ich habe in meiner FNX einfach einen Schuss reingeschoben. Da habe ich auch nur einen Schuss drinnen. Und in meiner M4 habe ich ein 30er Magazin, wo noch 22 Schuss drinnen sind. Aber ich habe... Hast du noch Schüsse? Ich habe gleich noch, ja. Müsste ich aber nachher schauen, wo ich die... Sonst gebe ich dir welche. Aber es geht nachladen, das dauert auch Zeit. Ich weiß nicht, ob ich nur einen habe. Nee, das ist alles Badly Damaged. Obwohl, Badly Damaged, das müsste ich eigentlich nähen können. Wo ist mein Nähzeug? So, jetzt setzen wir mal die Maske auf, ist egal. Ja, und was sie noch machen werden bei den nächsten Batches, was schon geplant ist, ist, dass sie mehr Kleidungszeug und eher weniger, dass das Military-Zeug verdrängt wird. Aus dem Loot-Spawn. Dass da ja immer mehr anderes Zeug kommt. Dass sie mehr den Survival-Charakter machen und nicht einfach nur auf ja, militäre Zeug farmen und dann ja, irgendwann sterben. Weil da bin ich schon gespannt fast. So, eine Mosin. Ich überlege jetzt gerade, ob ich die Mosin nehmen soll. Wo bist du denn? Ich bin da oben im Krankenhaus bei den, wo wir einmal waren, bei den Hochhäusern. Okay. Ja, da bin ich gar nicht so weit weg, 2 Minuten. Aber ich bin halt erst in einer Minute wieder. Ich nehme mal ein paar... So ein Tape kann man mit so einem Duck Tape kann man da fesseln, normalerweise schon, glaube ich, oder? Ich hab's noch nie ausprobiert. Wir werden da mal probieren, vielleicht nach. Vielleicht gehen wir vielleicht nach Berenzino rauf oder sowas, halt so Elektro, weil Elektro sind gleich mehr Leute, gerade Anfänger auch. Und dann. Der Tscherno, muss ich echt sagen, war eigentlich verdammt leer. Ja, was ist, wenn du zu mir kommst und wir treffen. Ich gehe da jetzt noch ein bisschen Loot schauen und wir gehen dann in Richtung was ist die Spawns? Spawngebiet. Ja. Also, ja halt Ostküste lang. Genau. Und dass du vielleicht nachher, weiß nicht, 2-3 Parts oder sowas noch, was ich gerade so ausgeht, bis wir halt halbwegs einmal ein bisschen Action auch gehabt haben. Als Abschlussfolge. Ja, aber vielleicht mache ich irgendwann mal weiter, ich werde auch privat noch DayZ spielen. Ja, es ist gerade halt der Inhalt ein bisschen weniger, aber da bin ich schon gespannt. Ich hoffe, dass nie diese Woche vielleicht noch. Ich mache im Moment auch einfach zu viel. Ja. Und jetzt muss es mal wieder weniger werden. Ich möchte mal wieder ein bisschen zu dem zurück, was ich vor 1-2 Monaten
an Videos gebracht habe. Ja, es ist halt gerade bei mir auch mit den 4 Videos, ist das schon heftig. Ja, und ich mache im Moment 5 bis 6. Ja. Und das ist nicht tragbar. Mit meiner Leitung, ich lade durchgehend hoch. Das ist so, was mir aber jetzt gerade einfällt, ich habe versprochen einem Zuseher, der hat geschrieben, dass mir das Dean Hall, ich glaube so heißt er, der Erfinder sozusagen von der DZ-Mod und jetzt auch bei DZ Standalone dabei ist, beim Produktionsteam, dass der gekündigt hat. Ja. Was haltest du davon? Du hast mir das doch letztes schon mal erzählt, dass da irgendwie was genau war mit... Na, Dean Hall ist da sozusagen der Erfinder von der hat die Idee von DZ gehabt und hat sozusagen das Spiel, ja, zuerst einmal die Mod geprogrammiert und dann jetzt mit einem Entwicklerstudio da in Tschechien das Spiel sozusagen, das Standalone gemacht, noch zusätzlich. Na, halt, weil da die Rede war, wie ob das jetzt schlecht ist für DZ oder nicht. Ich glaube, dass das eigentlich nicht so tragisch ist, weil das Team ja doch aus 20 Leuten besteht und der Dean Hall ist zwar seine Gedankenidee, aber ich glaube, dass die 20 Leute mehr weiterbringen bei dem Spiel als er, weil er einfach schon die Lust, glaube ich, hat, dem Spiel ein bisschen verloren hat. Er hat ein paar neue Ideen, was er so geschrieben hat bei seinen Twitter-Nachrichten. Und ich glaube, dass das mehr bringt, wenn der selber selbstständig was macht. Vielleicht kommt da was Geniales raus. Wie schaut denn aus? Soll ich dir die Mosi mitnehmen? Ich habe eine M4. Ah, okay. Aber ich glaube, wenn du die Mosi nehmen willst, kann ich dir dafür, glaube ich, jede Menge Munition geben. Nein, aber das ist... Also Mosi braucht man keinen... Hat man keinen... Speedloader? Ja, aber ich habe keinen Scope. Und ohne Scope mit der Mosi noch auf Distanz. Halt normalerweise kannst du mit der Mosi mit einer, sagen wir mit einem Long Range Scope relativ weit treffen. Aber ohne Scope. Ja. Ich habe bei der M4 auch keinen Scope. Bei Long Range ist doch eigentlich auch die SKS für gedacht, oder? Na, die Mosi ist besser als die SKS. Warum haben sie denn dann? Naja. Ah, soll ich die Mosi? SKS wäre hier so die Hauptsniper, sag ich mal. Ich weiß nicht, ich schau mal kurz nach, ob ich da jetzt Munition habe. Was braucht man da nochmal? Die 7.5, 7.6 und 62, oder? Ja. 62, ja. Ohne irgendwas dahinter. Ja, aber dann. Ich hätte ein bisschen 10 Schuss oder sowas. Guck mal kurz nach, wie viel Schuss ich habe, wenn du möchtest. Mal ACP-Munition darüber haben. Nein, ich habe sogar mehr Schuss, sehe ich gerade. Ich hätte sogar relativ viel. Ja, ist egal. Soll ich dir das Magazin mitnehmen von meiner M4, ja, oder? Also, das kannst du gerne machen. M4? Warte mal, wo habe ich denn Munition? Ich hätte 20 Schuss mindestens. Ja, 20 Schuss hätte ich. Ich habe jetzt genug Schuss einmal, dass ich ja Zeit lang 5 Schuss habe ich jetzt drinnen und dann. Ich habe da jetzt noch einiges an. Ja, ich habe über 60 Schuss oder sowas. Ja. So. Reicht eh auch für Randale. Ja, ja, sonst wäre ich ja nachher. Du brauchst einfach eine Waffe, die ein paar Schüsse im Magazin hat. Ja, sonst wäre ich sowieso noch weiter wegstehe, wenn ich sobald ich ins Scope habe. Wir fesseln die einfach und du und ich ziehe immer und sagst einfach, ja, da zieht einer auf dich. Snap-Loader. Ach nee, der ist für Double Rifle, okay. Für die SKS, die schaut urgenial aus mit dem Snap-Loader, wo du die 10 Schuss nachher abfeuern kannst. Wo bist du ungefähr? Ich bin direkt noch beim Krankenhaus. Ich komme jetzt zu den Supermärkten einfach hin. Zu den 2 Stück. Bist du immer noch vor Tscherno oder ist das schon hinter dem, sag ich mal, hinter dieser Factory von Tscherno? Ich bin direkt da in Tscherno bei der ersten, wo wir das eine Mal waren. Gleich am Anfang da oben bei den Häusern. Ich habe eine M4 auf dem Rücken, obwohl ne, die nehme ich jetzt in der Hand. Dann habe ich einen grünen Helm, eine schwarze, schwarzes T-Shirt und das T-Shirt, eine Tactical Hose und grünen Rucksack. Ich habe auch grünen Rucksack, Helm, Mose am Rücken. Ich könnte auch einen Helm auf einen Cowboy Helm aufsetzen, könnte ich auch machen. Irgendwie. Nein, das passt schon so. Was liegt? Da wäre schon wieder eine M4. Gerade wenn du die. Bist du wahrscheinlich eine Polizeistation oder ja. Wo? Nein, ist Schule. Ja, Polizeistation. Ja, Schule. General Office.
Ich habe immer noch so Zeug. Handschellen, Handschellen. Die nehmen wir mal mit. Ja, noch ein Revolver geht auch nur noch, Dingens, ne? Auch nur noch einen Schuss. Was? Du brauchst den Speedloader für den Revolver, um 6 Schuss zu nehmen. Na, oder? Das war seit dem letzten Update so. Das ist ja nervig, das war aber nicht so. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Also ich kann auf jeden Fall nicht mehr reinladen. Okay. Nein, man sieht nur einen Schuss, aber er hat 6 reingeladen. Nee, da kann ich mich noch dran erinnern. Da habe ich noch da wäre eine mit Baseball-Cap, Militär-Baseball-Cap diskutiert. Da war ich schon erinnern. Boah, man merkt richtig, ich guck gerade Richtung Ort. Also halt den Ort, wo du auch gerade bist. Ja. Und wenn ich da runter gucke, dann habe ich direkt richtig hart weniger FPS. Ja, ich habe sonst im Wald habe ich so 40 im Moment. 40, 45. Da gibt es gerade urviel zum Essen. Früchte meine ich halt, Pristin-Früchte, nicht verrottet. Ja, die esse ich im Moment. Also wenn ich die mal irgendwo sehe, dann esse ich die immer direkt, weil ich mir immer denke, okay, zwischendurch mal was Frisches kann nicht schaden. Ich esse die jetzt auch. Ich habe übrigens auch die grüne Tactical Weste an. Die mit Taschen. Oh, irgendwie mein Inventar ist voll. Ich weiß aber nicht, was ich. Soll ich den Cowboy-Hut? Ja, ich hau jetzt den Cowboy, der ist eh damaged. Den kann man nicht. Leider nicht reparieren. Ich hab ja, hätte ich auch. So, ich bin jetzt am Supermarkt von der mittleren Siedlung. Ich bin noch gar nicht dort. Halt, ich bin jetzt da gerade bei. Ja, du bist, glaube ich, auch in einer anderen Siedlung noch. Kam jetzt von Balota hier rüber. Okay, du bist noch beim ersten Haus sozusagen. Beim zweiten schon. Es gibt 3 von diesen großen Siedlungen. Okay. Und ich bin jetzt beim mittleren. Ich kann aber schon die dritte sehen. Über 2 Felder rum. Ja, ich schaue da gerade Gebäude ein bisschen durch. Bin ja auch gerade relativ unvorsichtig, muss ich sagen. Ja, ich auch. Eigentlich. Aber irgendwann kommt der Punkt, wenn man das Hocharbeiten vorbei ist, dann ist es gar nicht mehr ganz so schlimm, wenn man stirbt. Mhm. Nur wenn man gerade so mitten beim Hocharbeiten ist, ist es scheiße. Wenn man gerade so kleine Erfolgserlebnisse hat. Ich glaube, dass man, sie halt, hat ein, im Forum gibt es die Ideen, dass man so eine Art Tagebuch einführt, halt was so automatisch geschrieben wird, wo du nachher siehst, ja, wie viel Cola du getrunken hast, wie lange, wie viele Stunden du überlebt hast und so weiter und so fort. Und wie viel Blut du insgesamt gebraucht hast und so weiter. Und das kann ich mir, glaube ich, gut vorstellen. Dass man dann halt, dass das besser wirkt. Macht jetzt gerade einen Haufen Zombies hin. Mit der Waffe oder? Nein, mit der Axt. Der Faust. Mit der Axt. So, ich renne jetzt die Stromleitung rüber in die Siedlung, wo du jetzt sein müsstest. Und ich weiß gerade nicht in die Richtung. Das ist so ein bisschen nördlicher, also weg von der Küste, die genau. Stromleitung. Achso. Achso, da kommst du zu den einen gleich Funkturm oder sowas. Das kann gut sein, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, wir müssen uns gleich treffen. Ich laufe mitten da drunter auch komplett ohne. Boah, da sind so viele Zombies. Und was noch kommt, endlich beim nächsten Patch ist mit den Respawner Zombies. Das wird auch genial. Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Schritt. Bist du bei den Supermärkten? Gleich. Ich kann die Supermärkte nämlich jetzt sehen. Ich bin beim ersten Supermarkt hinterhalb. Mit einer SKS könnte ich dich wahrscheinlich von hier aus wegschießen. Siehst du mich schon? Ich sehe da nur ein paar Zombies gerade. Die laufen. Ich glaube, jetzt habe ich die gerade gesehen. Läufst du gerade vom einen zum anderen? Ja, ich sehe dich. Von hier aus könnte ich dich wegschießen. Siehst du mich? Ich weiß nicht, von wo du kommen bist. Ich stehe ungefähr unter einem Leitmast. Nein, ich sehe gerade gar nichts. Ich sehe nur Zombies. Soll ich mal versuchen, von hier aus einen Zombie zu erschießen? Du triffst hundertprozentig mich. Sehe dich hier wunderbar. So, du bist jetzt wo? Alle perfekt. Na, meiner hört nicht mehr auf zu schlagen. Richtig.
irgendwie. Du stehst, hast du jetzt gesagt, wo? Ich laufe jetzt. Warte, ich komme die Straße runter. Ich sehe dich eh schon. Ah, ich glaube, ich sehe dich. Bist du da beim Busch, oder? Ja. Heb die Hand. Mach nochmal. Ja, servus. Sniper den Zombie noch weg, dann beenden wir den Bart. Kick, wir haben uns gefunden. Nach 10 Folgen mal wieder oder so. Ja, da habe ich ja die... Hinter dir ist ein Zombie. Ja, ich weiß, mit Snap hinweg, habe ich gesagt. So, ich sollte. Ja, ja, dann mach den Schuss noch und dann beendet man den Bart. Jetzt weit weg. Getroffen? Nein, oder? Ja, ich habe mitten auf die Brust. Okay, dann mache ich das. Ich treffe mit der Mosin. Jetzt ist er umgeflogen. Jetzt ist er weg. Ja, ich Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Cooler Treffer. Ciao. Ja.